Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute haben wir sozusagen Kindervormittag, finde ich gut. Noch besser wäre es, wenn wir in dem Jahr der Kinder- und Jugendrechte, das in Hessen ja ausgerufen worden ist, mit Kindern und Jugendlichen reden könnten und hören, was die zu sagen haben. Und ich glaube, die haben eine Menge zu sagen. Aber gestern hat sich ja natürlich stellvertretend für die Kinder der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte zu Wort gemeldet und hat deutlich gesagt, was wir gerade erleben müssen, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da finde ich schon echt heftig, was Sie heute Morgen für einen Antrag vorlegen. Das völlig zu ignorieren, die ganzen Stellungnahmen, das ist ja nicht nur die einzige. Wir haben in den letzten Jahren so viele Stellungnahmen aus dem Kinder- und Jugendmedizinbereich gehabt, die deutlich gesagt haben, es gibt einen absoluten Mangel und es gibt große Probleme. Und Sie erzählen uns heute, es ist alles in Ordnung und es ist überhaupt gar kein Problem. Das ist wirklich, Herr Pürsün hat gesagt, es ist an der Grenze der Unverschämtheit. Ich würde sagen, es ist schon ein Stück drüber hinaus. Ja, Corona trifft Notstand. Es ist ca. 6 Jahre her, da hat meine Kollegin Mariana Schott hier die Ergebnisse unserer großen Anfrage zur Kindergesundheit im Landtag bewertet. Damals waren wir noch in einem, damals gab es auch schon große Probleme, aber das war noch in Hessen noch ein relativ zufriedenstellender Zustand. Man galt, hieß, ambulant wäre überversorgt zum Teil, zum großen Teil. Also die Ambulanzen sind nicht nur bei der FDP aufgehoben. Aber jetzt sagen Sie ja, es war damals schon klar, die Ärzte gehen alle mal in Rente, die Ärztinnen, und es ändert sich sehr schnell. Und jetzt haben wir nur 15 freie Arztsitze in der Kinder- und Jugendmedizin. Nur 15. Ja, Leute, davon sind 5,5 im Schwalm-Eder-Kreis. Was machen die denn dort? Ist da schon einmal eine Lösung des Problems auf den Weg gebracht worden? Ich habe nichts davon gehört. Und man muss noch dazu sagen, dass 12,5 Sitze für Kinder- und Jugendpsychiaterinnen frei sind. Und es gibt ganze Regionen, da gibt es keinen einzigen Kinder- und Jugendpsychiater oder eine Psychiaterin. Die Folge ist natürlich, dass die Kinder- und Jugendpsychiatrien überlaufen. Und das ist deutlich, die Wartezeiten für Kinder- und Jugendpsychiatrien sind weit über ein halbes Jahr. Und da können Sie doch nicht sagen, es wäre alles in Ordnung und wir hätten überhaupt gar kein Problem. Aber auch die Rechnungen, wie viele Betten es tatsächlich gibt in den Kliniken, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe eher, dass Betten abgebaut werden. Aber es ist schon deutlich geworden, die Betten alleine nützen uns gar nichts. Das hat ja die HSK, die Haus-Schmidt-Kliniken, gezeigt. Es ist ja deutlich geworden, wenn wir kein Personal haben, dann nützt uns das schönste ausgestattete Bett nicht. Und das Personal, das fehlt ganz deutlich. Und hier haben Sie ja in Ihrem Krankenhausplan deutlich gemacht, dass es einen abnehmenden Bedarf in der Kinder- und Jugendheilkunde gibt. Ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, ehrlich gesagt? Das heißt ja noch einmal deutlich, dass wir noch damit zu rechnen haben, dass Strukturen weiter abgebaut werden. Und wir haben ja gestern in der Fragestunde schon gehört, wie sich das hier in Wiesbaden dargestellt hat mit dem Aufschrei. Das war nicht nur einmal ein Briefchen von Kinder- und Jugendärztinnen in Wiesbaden, das war ein Aufschrei, auch so tituliert, zur stationären Versorgung in Wiesbaden. Und dann sagt Herr Klose doch ganz locker, ja, das ist das Problem des Trägers. Und zeigt damit sehr deutlich, dass die Landesregierung überhaupt nicht gewillt ist, hier irgendeine Verantwortung zu übernehmen und sich eher auf so einem neutralen Beobachterposten als auf einem Aufsichtsposten sieht. Dazu passt auch, meine Kollegin Elisabeth Kula und ich haben am 8.12. eine kleine Anfrage zur stationären pädiatrischen Versorgungssituation in Wiesbaden gestellt.
Die Antwort ist für Ende Mai angekündigt. Mal gespannt, ob sie nicht diesmal nicht nur 6, sondern wieder 10 Monate braucht, wie bei denjenigen zu den Corona-Erkrankungen des Pflegepersonals. Da haben wir jetzt die Antwort bekommen, dass die Landesregierung doch jetzt nicht mehr wissen kann, was damals war. Das zur Frage, wie ernsthaft die Fragen der Opposition genommen werden, wenn sie so sorgsam gelistet werden, wie gestern in der Fragestunde deutlich geworden ist. Deutlich ist in Wiesbaden auch geworden, dass der Ruf von Betriebsrat und Gewerkschaften, dass die Aufsichtsbehörden, das Amt für Arbeitsschutz und gerade besonders das HMSI in die Pflicht genommen werden und endlich einmal ihren Kontrollaufgaben nachkommen müssen. Die Kinder- und Jugendmedizin musste Plätten schließen. Ja, warum? Weil ganz viel Personal gekündigt hat, weil es Stationsschließungen gab, Teams zerschlagen wurde, unzureichende Kommunikation stattgefunden hat und von den Beschäftigten immer mehr Flexibilität abgepresst wurde. Und jetzt hat der Städtische Gesundheitsausschuss einen externen Gutachter beauftragt. Auch ein deutliches Zeichen, dass man nicht sich von den Aufsichtsinstitutionen HMSI erwartet, sondern dass da weder eine Planung noch eine Kontrolle noch eine Unterstützung von Seiten des Landes zu erwarten ist oder erwartet wird. Wir schließen uns dem Betriebsrat und den Gewerkschaften an und fordern die Hessische Landesregierung auf, dafür zu sorgen, dass genügend Betten, genügend Personal insbesondere und eine gute Ausstattung für die Kinder- und Jugendmedizin vorhanden ist. Und dass der Arbeitsschutz für die Beschäftigten gewährt ist und gerade den privaten Klinikbetreibern, und dabei handelt es sich ja bei der HSK und Helios vorwiegend, dass denen auf die Finger geschaut wird. Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist eine viel zu wichtige Angelegenheit, um sie dem Markt und seinen Mechanismen der privaten Konzerne zu überlassen. 2020 hatte Helios einen Gewinn von 670 Millionen Euro zu vermelden. Gewinn, der weitgehend aus unseren Krankenversicherungsbeiträgen gemacht worden ist. Gewinn, der auf Kosten der Beschäftigten, z.B. auch der HSK Wiesbaden, gemacht wurde. Auf deren Knochen, deren Gesundheit und deren Arbeitsplatz. Beschäftigte gehen, weil sie es nicht länger aushalten, obwohl sie die Arbeit gerne weitergemacht hätten. Und letztendlich wird dieser Gewinn auch auf Kosten der Kinder und deren Gesundheit gemacht. Kinder, die im Krankheitsfall durch die Republik gefahren werden müssen. Eltern, die Angst darum haben, ob die Kinder auch wirklich gut versorgt sind, wenn sie das gestresste Personal sehen und die ebenfalls weite Wege zurücklegen müssen. Und Kinder, die nicht die notwendige Aufmerksamkeit und Zuwendung in der Klinik bekommen, weil zu wenig Personal vorhanden ist. Das ist aber genau das, was ein krankes Kind benötigt. Sie liefern die Kinder diesen Renditejägern aus. Und das ist eine skandalöse Gesundheitspolitik, die nur die Taschen der Aktionäre vollmacht. Und spätestens seit der Aktion Rettet die Kinderstation, das war, glaube ich, 2014, muss eigentlich jedem klar sein, dass die Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin über Fallpauschalen nicht funktioniert. Da hilft es auch nicht, ein bisschen was zu verbessern. Es müssen tatsächlich Vorhaltekosten bezahlt werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Kinder- und Jugendmedizin immer quersubventioniert wird von anderen Abteilungen der Klinik, weil dann muss dort wieder gespart werden. Dann geht das dort zulasten der Beschäftigten und gerade der Pflege. Und ich fände es ja schön, wenn die Initiative von Mecklenburg-Vorpommern vom Land Hessen unterstützt werden muss, würde. Das fände ich eine sinnvolle Herangehensweise. Wir brauchen hier eine deutliche Änderung. Und das hat ja die Kope-Studie auch deutlich gemacht, was sie, und hat damit auch bestätigt, was viele sagen. Die Kosten sind nicht durch Fallpauschalen zu decken. Die Bedürfnisse von Kindern und der notwendige Mehrbedarf in der Pädiatrie, weil sie können doch nicht planen, sie wissen doch nicht, wann ein Kind ins Krankenhaus kommt. Da gibt es doch keine, wie in der HNO oder in der Augenklinik, wo man sagen kann, du kriegst dann und dann einen Termin. Das ist doch meistens Notfallmedizin. Und was deutlich gemacht wurde in dieser Untersuchung, das möchte ich noch einmal klar zitieren, die Unterfinanzierung der Pädiatrie hat dazu geführt, dass die Versorgung kranker Kinder nicht mehr umfassend gewährleistet ist. Und die Studie spricht deutlich von einer gravierenden Patientinnengefährdung.
Wenn die FDP ein bisschen ruhiger wäre, wäre es mir auch recht. Die Folge ist, dass ertragreiche Bereiche boomen, dass es da einen Run gibt und die Allgemeinpädiatrie z.B. noch weniger Personal und noch weniger Geld bekommt. Das führt einerseits zu einer Überversorgung und andererseits zu einer erheblichen Unterversorgung, wie wir es in anderen Bereichen haben. Und die Unterversorgung trifft ganz besonders die chronischen und schwer kranken Kinder. Und skandalös ist doch wirklich, dass diese Unterversorgung teilweise nur durch Spenden und Drittmittel aufrechterhalten wird. Das ist aber auch mühselig, weil das Spendenaufkommen meistens in solchen Bereichen wie der Onkologie landet. Und dann sehen Sie, da sind die Universitätskliniken gezwungen, Gelder abzuzweigen. Zu der Frage der Investitionsgelder ist ja schon einiges gesagt worden. Und Einsparungen erfolgen nur, können gerade in der Kinder- und Jugendmedizin nur durch Personalabbau erfolgen, weil eine Mengenausweitung kann man nicht einfach so machen. Man kann den Kindern ja nicht einfach mal eine neue Hüfte oder ein Knie oder einen Herzkatheter einsetzen. Deswegen ist es notwendig, hier wirklich eine völlig andere Finanzierung der Kinder- und Jugendmedizin zu organisieren und hier tatsächlich die Kosten der Krankenhausbehandlung eins zu eins übernehmen. Das würde genau diese Fehl- und Überversorgung viel stärker verringern als das jetzige DRG-System. Und auch die bessere Finanzierung der ambulanten Behandlung würde Kosten zusätzlich senken. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Aufnahme erforderlich ist. Ich möchte am Schluss noch einmal deutlich machen, also Kinder- und Kinderkliniken brauchen natürlich mehr pädagogisches und psychologisches Personal. Aber ich möchte auch noch einmal an den Artikel 24 der Kinderrechtskonvention erinnern, wo die Vertragsstaaten erkennen, dass das Recht des Kindes auf ein erreichbares Höchstmaß an Gesundheit sowie auf die Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit festgestellt wird. Und die Vertragsstaaten bemühen sich, das sicherzustellen. Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie dieser Kinderrechtskonvention tatsächlich entspricht. Danke schön. Danke schön, Frau Böhm. Nächster Redner ist der Abg. Markus Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich würde dem Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde gerne beginnen mit dem Zwischenruf, den mir eben entgegenhalte. Er könne doch jetzt sagen, alles ist gut. Ich glaube, in meiner Rede möchte ich darauf hinweisen, dass in diesem Land gerade bei der Kinderärzteversorgung und den stationären wie ambulant eine Menge zu tun ist und niemand auch von den Regierungsfraktionen hat behauptet, dass alles gut ist. Das passt in Ihre Oppositionsrhetorik, aber es entspricht nicht dem Handeln der CDU und Grünen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die kinderärztliche Versorgung liegt uns am Herzen. Wir alle haben es betont. Vielleicht können wir den Teil der Einigkeit in diesem Haus abarbeiten. Wir alle wollen, dass unsere Kinder – ich bin selbst Vater zweier Kinder und habe es erlebt, gerade wenn die Kinder klein sind, in welchem Drama man sich befindet, in welcher Ohnmacht und Hilflosigkeit man sich befindet, wenn das Kind vor Schmerzen schreit und man will schnell eine Behandlung. Ich glaube, keiner hier im Saal geht es anders hier im Saal. Wir wollen die bestmöglichste gesundheitliche Versorgung für unsere Kinder. Und es ist tatsächlich so, dass viele Eltern, ähnlich wie bei anderen Bereichen der Medizin, momentan das Gefühl haben, zu Recht das Gefühl haben, sie haben lange Wartezeiten, die Praxen sind voll. Und ich habe das Gefühl, wenn es jetzt dringend wäre, fände ich keinen Arzt. Dieses Gefühl wollen wir niemandem absprechen. Das geht mir auch in der Großstadt wie... Ich sage doch noch, Frau Böhm, fahren Sie mal eine Sekunde runter. Wir reden doch über den Teil, wo wir eigentlich Einigkeit haben sollten. Dass dieses Gefühl haben doch viele Eltern. So, und es bedarf doch dann... Und das bedarf doch einer Überprüfung, warum dieses Gefühl so ist und wie es sich darstellt. Und dazu gibt es doch, der Kollege Pürsün, ich danke Ihnen für die differenzierte Darstellung. Sie haben in Ihrem Antrag ja auch zwei Gebiete beschrieben, einmal stationär und ambulant. Ich würde mit dem stationären beginnen, weil der deutlich einfacher zu beantworten ist. Wenn diese SPD-Fraktion sich über die fehlenden Betriebskostenzuschüsse, neudeutsch DRGs, beklagt, dann finde ich das sehr gut.
und frage ihn aber, Frau Dr. Sommer, möchte ich gerne die Frage stellen, wer regiert eigentlich seit 10 Jahren im Bund, wo die Fallpauschalen festgelegt sind? Wer regiert da eigentlich? Ich könnte Ihnen da sachdienliche Hinweise geben. Es ist eine Regierung aus CDU und SPD. Und mir ist nicht bekannt, dass es Ihnen irgendwie gelungen ist, die DRGs für die Kinderkliniken so entscheidend zu verbessern, dass sie sich in Anführungszeichen wieder rechnen, wie Sie behaupten. Wo bleiben denn da Ihre Initiativen? Die Rede hier ist gut, aber dort tragen Sie Verantwortung. Und zu dem Thema stationäre Versorgung möchte ich gerne aufgreifen, was Frau Böhm gesagt hat zu den Horst-Schmidt-Kliniken. Ich bedanke mich herzlich bei meinem parlamentarischen Geschäftsführer, der mich noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, über den Teil, wo die Sozialdemokratie Verantwortung trug bei den Horst-Schmidt-Kliniken. Ein gewisser Axel Imholz und ein noch bekannter Sven Gehrig haben die städtischen Kliniken verkauft. Über die Kritik heute in Wiesbaden zu klagen, ist wohlfeil, wenn man es damals verkauft hat. Das ist auch mal noch das Protokoll. Gut, zum Thema stationär. Und wir haben uns dann geguckt, wir haben uns angeschaut, wie tatsächlich die Bettenzahl, und natürlich ist die Bettenzahl ein Indikator. Es geht ja nicht darum, dass irgendwo eine Klinik eine Matratze in irgendein Zimmer wirft und sagt, jetzt haben wir genug Betten, sondern die Betten, die dort genehmigt werden, die Aussteigerung der Bettenzahl ist immer die zu bepflegende und die zu behandelnd mögliche Bettenzahl. Insofern ist das ein Indikator und bestreitet auch nicht die Frage, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber man kann nicht sagen, dass Betten abgebaut wurden. Ich habe mich sogar danach erkundigt, ob Kliniken geschlossen wurden. Ich weiß die Zahl von 19 auf 18, aber ansonsten sind in den letzten 4 Jahren keine Kliniken mehr. Der Antrag spricht eine andere Sprache. Und ich finde, wenn wir darüber diskutieren, wo Menschen draußen an den Funkgeräten hängen und uns zuhören, dass wir die auch ehrlich und offen und transparent die Fakten benennen. Es sind keine Betten abgebaut worden und auch keine weiteren Kliniken mehr geschlossen worden. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Setzen Sie sich mit Fakten auch mal auseinander. Komme ich zum zweiten Teil der ambulanten Versorgung. Wir auch. Wir haben uns, Janke Pürsün, ich nehme das sehr ernst. Wir haben doch die Tendenz, wir besprechen das doch öfters, die Tendenz der ambulanten Versorgung ist doch die, sie wird zunehmend weiblicher. Wir wissen, dass die Menschen, die ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte sagen, sie wollen nicht mehr selbst auf eigene Kosten wirtschaften, denn betriebswirtschaftliche Risiko an, und sie wollen auch in Teilzeit arbeiten. Deswegen brauchen wir viele Köpfe. Das Ganze wissen wir, das ist bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten nicht anders. Deswegen haben wir dort einen sehr eigenartigen Effekt, nämlich wir haben von 314 in den letzten 10 Jahren, von 314 auf 301 Kinderarztpraxen. Also die Praxen haben abgenommen. Und jetzt gibt es aber eine Erklärung dafür, weil die Kinderärztinnen und Kinderärzte gerne im Team arbeiten. Deswegen ist es Verrückte daran, dass wir 30%, und wir reden jetzt nicht über eine marginale Steigerung, 1, 2, 3, 4, 5%, wir reden über 30% mehr Kinderärztinnen und Kinderärzte in den Kinderpraxen. Wir haben eine unfassbar bessere ambulante Versorgung, aber sie ist zentralisiert. Und das ist eines der Probleme, aber die wird für das Gesundheitssystem insgesamt auf uns zukommen, gerade im ländlichen Raum, dass sich Ärzte zusammenschließen wollen, weil sie im Team arbeiten wollen, weil sie in Teilzeit arbeiten wollen. Weil sie das betriebswirtschaftliche Risiko alleine scheuen, wird es zu Zentralisierung kommen. Das ist eine Wahrheit, die wir auch aussprechen müssen. Das bedeutet oftmals medizinische Versorgungszentren, das bedeutet auch längere Fahrtwegen. Das ist aber auch eine Wahrheit, die wir den Leuten sagen müssen. Und es gehört dazu, dass wir dann damit kreativ umgehen. Dann braucht es eben wieder mehr Hausbesuche oder auch mobile Abholdienste und vieles mehr. Aber an dieser Entwicklung kommen wir doch nicht dran vorbei. Und dem sich zu stellen, auch für ein Krankenkind große Kilometerzahlen zurückzulegen, ist ganz schrecklich. Aber wir haben mehr Kinderärzte und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, sie gut ambulant zu versorgen. Wir brauchen nur die passenden Konzepte dazu. Und ich will keine Verantwortung wegweisen. Wir haben genug Krisenstäbe und Expertenrunden, wo das diskutiert wird. Aber die ambulante Versorgung ist Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Und wenn sie nachweisen kann, die Kassenärztliche Vereinigung, dass sie in den letzten 10 Jahren 30% mehr Kinderärzte an den Markt gebracht hat, dann finde ich, muss man das wenigstens zur Kenntnis nehmen und nicht in seinem Antrag davon sprechen, sei ein erschreckender Rückgang der Kinderärzte. Das ist einfach falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Das ist schlicht falsch. Wir müssen davon ausgehen, also, dass wir sowohl in der stationären Versorgung weiter einen starken Zulauf haben. Auch da haben wir die stärkere Ambulantisierung, ähnlich wie bei den Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, wie bei den Augenheilkunden in den Krankenhäusern. Das sind alles Klinikbereiche, die sich kaum rechnen und es immer eine stärkere Ambulantisierung gibt, auch bei den Kindern. Bei der Kinderheilkunde. Das wird so weiter. Das bedeutet aber auch eine stärkere Belastung der Ambulanten, der Kinderärzte.
Wir wissen, Sie haben stärkere Vorsorgeuntersuchungen. Wir wissen, dass Sie tatsächlich auch stärkere Impfungen haben. Sie sind stärker belastet. Das Ganze gilt es im Auge zu behalten. Aber die Rede, die ja hier zuerst war, mit viel Schaum vor dem Mund von Frau Dr. Sommer, es sei sozusagen der Untergang des Abendlandes und es sei nichts geschehen. Widerlegen die Fakten. Wir haben mehr Betten in den Krankenhäusern, wir haben 30% mehr Kinderärzte. Ich plädiere ja nur dafür, wenn man Probleme hat, dass man sich auch differenziert anguckt und nicht Unwahrheiten verbreitet, nur damit die Oppositionsrede stimmt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich die Abg. Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, das war ja klar. Sie sagen, Sie wollen Fakten und wir hätten Unwahrheiten gebracht. Dann will ich noch einmal zu den Fakten kommen. Erstens möchte ich sagen, ja, wir sind alle der Meinung, dass die DRGs weiterentwickelt werden müssen. Was ich aber gesagt habe, ist, dass es zu einer Unterfinanzierung in diesem Bereich kommt, weil die DRG-Erlöse nämlich abgezogen werden für Investitionskosten, weil Sie die Investitionskosten, die das Land tragen muss, nicht auskömmlich finanzieren, meine Damen und Herren. Der zweite Punkt zu Fakten. Natürlich gibt es genug Betten in Anführungsstrichen, aber 70% können nur genutzt werden, weil 30% gesperrt sind, meine Damen und Herren, weil das Personal- oder Hygienestandards nicht entsprechen. Und ich habe Ihnen gesagt, Herr Grüttner hat gesagt, es gibt 295 Intensivkinderbetten, davon waren 114 verfügbar. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein Gap, den müssen Sie schon einmal wahrnehmen und erklären. Und dann müssen Sie Ihre Bedarfsanalyse machen und diesen Bedarf eben decken, Herr Bocklet. Und zum der dritte Punkt, Kinderärztinnen und Kinderärzte. Ich habe Ihnen gesagt, bis 2025 gehen ein Viertel weg, das sind 150. In den letzten 10 Jahren sind nur 30% dazugekommen. Wie wollen Sie das denn den Eltern erklären, dass sie irgendwann gar keine Kinderärzte mehr haben? Sie sollen einfach nur gucken, was in der Praxis los ist, und dann auch reagieren. Wir haben Kinderärzte in Hessen 8,4 pro 100.000 Einwohner. In Bremen sind es 14,3. Wir sind die schlechtesten im Bundesvergleich, meine Damen und Herren. Das sind Fakten, Herr Bocklet. Und übrigens, unser Antrag ist mit den Pädiatern in Hessen abgestimmt. Das sind die Forderungen der Pädiater, die Sie uns ins Hausaufgabenheft und damit auch Ihnen dort reingeschrieben haben, meine Damen und Herren. So, Frau Kollegin Sommer, Sie müssten jetzt zu Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Ihr Antrag ist ein Hohn für alle, die betroffen sind, meine Damen und Herren. Herr Kollege Bocklet, Sie haben die Möglichkeit zu antworten. Wir haben ja gleich noch die Rede des Ministers, und dann werden Sie auch die weiteren Zahlen, Daten, Fakten bekommen zu den Investitionskosten. Die Investitionskosten haben natürlich Zusammenhang mit den Betriebskosten. Aber ich kann Ihnen, wenn Sie bei den letzten Haushaltsverhandlungen dabei waren, der Kollege Weiß sitzt vorhin, vielleicht weiß er die Zahl auswendig, ich glaube, es sind um die 75 Millionen mehr jetzt geworden. Wir wissen, dass die Investitionskosten im Land insgesamt für Deutschland, auch in allen anderen Bundesländern, etwa 50% zu gering waren. Wir haben in den Koalitionsvereinbarungen, Dr. Bartelt wird das bestätigen können, festgelegt, dass wir eine erhebliche Steigerung dieser Investitionen haben. Und wir haben damit begonnen. Herr Bocklet, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Frau Dr. Sommer? Och, oh Gott, ich würde Sie noch nicht anrechnen, zeitmäßig, aber bitte. Weiter. 75 Millionen mehr für Krankenhäuser, und diese Zahl wird weiter steigen. Wir werden als Bundesland vermutlich bald unter den Top 2 sein von denjenigen, die die Investitionskosten für Krankenhäuser bezuschauen. Unter den Top 2 oder 3. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, weil ich darauf nicht vorbereite. Aber wir haben über 175 Millionen Investitionen. So, und wenn Sie einen Stadtstaat mit Hessen vergleichen, ist das ziemlich erbärmlich. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, das ist auch frei jegliche Auffassungsgabe zu dem Thema, was in ländlicher Raumversorgung, was in einer Stadt möglich ist. Gerade Bremen. So, und bei den Investitionskosten habe ich es noch einmal gesagt, das Land geht dem doch nach und steigert, ich würde sagen, die Steigerungsraten, vielleicht weiß es der Minister auswendig, sind doch tatsächlich gigantisch.
Kein anderes Bundesland kann diese Steigerungsraten bei den Investitionskosten, so wie wir hier zugelegt haben. Wir wollen tatsächlich die Deckung der Investitionskosten. Aber die dauerhafte Refinanzierung der Krankenhäuser ist über die Fallpauschalen und die DRGs. Und wenn Sie sagen, die rechnen sich nicht, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche rechnen sich nicht, dann müssen Sie die Fallpauschalen auskömmlich gestalten. Und das tun Sie nicht. Also was soll dieses Spiel? Machen Sie, Sie haben da geschrieben, es rechnet sich. Es rechnet sich deshalb nicht, weil die Fallpauschalen nicht auskömmlich sind. Und dafür sind Sie zuständig. Und nehmen Sie mal Verantwortung an, wo Sie es Ihnen auch gehört. Vielen Dank, Herr Bocklet. Für die Landesregierung hat das Wort Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben in dieser Debatte über die Versorgungssituation der Kinder- und Jugendmedizin in Hessen viel gehört über vermeintliche und über echte Versorgungsengpässe. Und ich will mir diese Eingangsbemerkung muss ich mir auch erlauben, Frau Dr. Sommer. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Sie in Ihren Reden bestimmte Superlative ja gar nicht mehr weglassen können unterhalb von Versagen und Wegsehen. Machen Sie es nicht. Das ist in Ordnung. Das müssen wir hinnehmen. Aber heute haben Sie sich hier zu der Aussage verstiegen, dass die Beantwortung einer großen Anfrage durch mein Ministerium Unwahres enthält. Und da muss ich Sie einfach auffordern, dass Sie das im Einzelnen belegen, damit wir dem auch nachgehen können. Und dann reden wir über das schwierige Feld. Natürlich ist das ein Feld, über das sich trefflich streiten lässt und wo ja auch vor allem der Bund durch seine Gesetzgebung viele Fakten setzt, viele Rahmenbedingungen setzt. Auf dem Papier ist die stationäre und ambulante Versorgung für Kinder und Jugendliche in Hessen insgesamt gut. Das heißt nicht, dass sie gut genug ist. Und wir können uns gerne darüber streiten, wie wir das weiter verbessern können. Das wäre produktiv. Aber wir haben in Hessen ein dichtes Netz aus Krankenhäusern mit pädiatrischem Versorgungsauftrag, wo junge Patientinnen und Patienten qualitativ hochwertig und schnell versorgt werden können. Und das gilt sowohl für die somatische wie auch für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung. Und wir haben im ambulanten Bereich eine Vielzahl von Kinderärztinnen und Kinderärzten, die die Versorgung sicherstellen. Und wir haben Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die genau diese Versorgung auch abrunden. Und deshalb besteht kein Anlass, von einer allgemeinen Verschlechterung der Bedingungen zu sprechen und einen landesweit katastrophalen Versorgungsengpass herbeizureden, der so schlicht nicht besteht. Und zweitens, ja, die Kinder- und Jugendmedizin ist wirtschaftlich. Wollten Sie mir was sagen, Frau Faeser? Gerne. Dann im Anschluss, oder? Ich höre Ihnen zu. Darf ich das interpretieren als eine Zwischenfrage? Frau Kollegin Faeser, bitte schön. Die nehme ich gerne in Anspruch, Herr Minister, weil Sie gesagt haben, dass die Versorgung gut ist. Nehmen Sie denn zur Kenntnis, dass im Moment in der jugendpsychiatrischen Versorgung Engpässe so herrschen, dass stationäre Plätze nur für die Kinder zur Verfügung gestellt werden können, die akut suizidgefährdet sind? Herr Minister. Frau Faeser, zu dem Teil komme ich in der Tat gleich noch. Von daher kann ich das einfach dann mit beantworten, wenn Sie erlauben. Danke schön. Die Kinder- und Jugendmedizin ist trotzdem wirtschaftlich leider nicht so attraktiv, dass sie im Fokus jeder Krankenhausgeschäftsführung steht. Ich will im Moment mal bei der stationären Versorgung zunächst bleiben. Und dafür sind die Ursachen vielschichtig. Und eine Ursache ist die stärkere Ambulantisierung. Die Ambulantisierung hat aber für die Betroffenen oft den positiven Effekt, sie ist oft die bessere Alternative, weil sie so kostspielige und unangenehme Krankenhausaufenthalte vermeiden können, ist aber unstrittig, weil eine hohe Zahl von Fällen inzwischen nicht mehr stationär behandelt werden muss, glücklicherweise, dass das die wirtschaftliche Belastung der Krankenhäuser natürlich verstärkt. Das sind die beiden Seiten der Ambulantisierung. Und es ist zum anderen so, dass die Strukturen der Kinder- und Jugendmedizin vergleichsweise kostenintensiv sind. Das wird
und das haben, glaube ich, fast alle eben gesagt, das wird im System der Krankenhausbetriebsmittelfinanzierung durch die DRGs nicht hinreichend berücksichtigt. Das ist aber leider ein Problem, das nur auf Bundesebene gelöst werden kann. Denn die Finanzierung der Krankenhausbetriebsmittel wird durch den Bundesgesetzgeber geregelt, und er erfolgt über die Krankenkassen. Herr Minister, gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage der Kollegin Dr. Sommer? Ich gerne. Ich kann mir die Frage denken, aber bin gespannt. Dr. Sommer, bitte schön. Ja, das denke ich mir auch, dass Sie sich das denken können, Herr Minister Klose. Ich möchte einfach noch mal wissen, Sie haben jetzt Ambulantisierung als eine der Ursachen genannt, aber die Pädiatrie selbst und andere Stationen sagen ja immer, dass die Erlöse nicht in die Station zurückfließen, weil sie in die Investition gehen. Und da gibt es ein riesengroßes Gap. Erstens, können Sie diesen Gap quantifizieren? Und zweitens, sehen Sie nicht auch, dass die Investitionskosten so wichtig sind, damit einfach die Erlöse in den Stationen auch bleiben können? Ja, Herr Minister, bitte schön. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Es ist, und wir haben das hier schon so oft diskutiert, ja, die Investitionsmittel in die Krankenhäuser müssen gesteigert werden. In allen Ländern ist das der Fall. Kollege Bocklet hat es auch gerade noch einmal dargestellt. Und genau deshalb machen wir es in Hessen auch. Wir sind in Hessen in der Spitzengruppe der Länder, was die Investitionskostenfinanzierung für die Krankenhäuser angeht. Die Krankenhausgesellschaft bestätigt Ihnen das auch. Ich habe Ihnen das hier auch schon mehrfach zitiert. Insofern ist das, glaube ich, allgemein gut. Was die DRGs aber angeht, da bestehen landesrechtlich eben nur sehr beschränkte Möglichkeiten. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, zu fordern, dass die Defizite vom Land übernommen werden sollen in dem Bereich, das ist einfach, es zeugt jetzt nicht von herausragendem Sachverstand an dem Punkt, weil es ist schlicht nicht unsere Zuständigkeit. Es ist schlicht nicht unsere Zuständigkeit. Die Betriebsmittelfinanzierung muss da gelöst werden, wo sie hingehört, und das ist beim Bund. Und für die Frage der Planung. Die Basis ist immer die Bedarfsplanung des Zulassungsausschusses auf Grundlage der Richtlinie des gemeinsamen Bundesausschusses. Das ist also vollständig in der gemeinsamen Selbstverwaltung der Kassenärztlichen Vereinigung und der gesetzlichen Krankenkassen. Und auch das gehört doch zur Wahrheit. Und auch deshalb gibt es nur einen geringen Spielraum. Den nutzen wir aber. Aktuell beraten wir eine Bundesratsinitiative, um, und das haben mehrere Rednerinnen und Redner eben gefordert, um die Kinder- und Jugendmedizin aus dem DRG-System herauszulösen und um das Vorhalten der Strukturen stärker zu honorieren, weil da der Schlüssel liegt. Dieser Weg wurde begonnen, und ich hoffe sehr, dass er nach der Bundestagswahl auch fortgesetzt wird. Und angesprochen auf die Investitionsmittel. Sie wissen doch, wir haben den Krankenhauszukunftsfonds, wir haben den Strukturfonds. Das heißt, den Krankenhäusern sollen und werden grundsätzlich auskömmliche Investitionsmittel zur Verfügung gestellt. Aber diese Investitionsmittel werden ja als Pauschalen an die Krankenhäuser ausgezahlt und nicht an einzelne Fachbereiche. Und deshalb ist auch eine Forderung nach einem Verbot der Abführung pädiatrischer DRG-Erlöse für Investitionen schlicht und einfach realitätsfern, so leid es mir tut. Und drittens, wir beobachten die Entwicklung in der Kinder- und Jugendmedizin sehr, sehr aufmerksam. Und wir haben dabei sowohl die Versorgungsgebiete als auch individuelle Probleme vor Ort im Blick. Und das Beispiel, das ja gestern eine Rolle spielte, heute auch verschiedentlich angesprochen wurde, ist ja dafür das beste Beispiel. Die öffentliche Diskussion über die kinderärztliche Versorgung an der Helios Dr. Horst Schmidt Klinik in Wiesbaden, hier in Wiesbaden, in den letzten Monaten. Trägerin dieses Krankenhauses ist die Landeshauptstadt Wiesbaden. Ich glaube, das wird sie auch nicht bestreiten. Und deshalb ist es folgerichtig, dass sie zu einem runden Tisch eingeladen hat, an dem auch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration sich sehr gerne beteiligt hat. Es hat außerdem ein Fachgespräch der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken stattgefunden und, das habe ich gestern bereits in der Beantwortung der mündlichen Frage des Kollegen Weiß gesagt, wir als HMSI haben
ebenfalls mit krankenhausaufsichtsrechtlichen Maßnahmen dazu beigetragen, dass hier ein Entwicklungspfad für diese Klinik entwickelt wird. Und erste Fortschritte sind ja auch schon sichtbar. Die Leitung der Kinder- und Jugendmedizin wird neu besetzt. Zur Kinderchirurgie wurde eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Frankfurt am Main vereinbart, und wir begleiten diesen Weg weiter, bis eine qualitativ gute und hochwertige Kinderheilkunde in Wiesbaden und der Umgebung sichergestellt ist. Wir wollen eine bedarfsgerechte und patientengerechte medizinische Versorgung sichern. Darauf kommt es letztlich bei allen Diskussionen um die Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche doch an. Und diese Versorgung ist nur gemeinsam mit den Krankenhäusern möglich, weil nur sie in der Lage sind, ein attraktives berufliches Umfeld zu schaffen, auch die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen entsprechend zu gestalten. Und deshalb muss es unser gemeinsames Ziel sein, jedes Krankenhaus dabei zu unterstützen, seinen Versorgungsauftrag auch und gerade in der Kinder- und Jugendmedizin umfassend zu erfüllen. Meine Damen und Herren, ich will die Gelegenheit aber auch wahrnehmen, und Frau Faeser hat das Thema auch angesprochen, einige Worte zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie natürlich auf Kinder und Jugendliche zu sagen. Wir sehen auf der einen Seite eine Entspannung der pandemischen Lage derzeit, und wir begleiten Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Grunde auf dem Weg in ihr postpandemisches Leben. Und da liegt ein ganz wichtiger Fokus für uns auf der physischen, aber auch der psychischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Und ich teile die Sorge, dass gerade im Bereich der psychischen Gesundheit einiges noch nicht sichtbar ist, dass die Folgen der Pandemie aber mit der zunehmenden Öffnung der Strukturen auch immer besser einzuschätzen sein werden. Ich will aber auch sagen, weil das der Begriff auch hier gefallen ist, ich warne wirklich davor, einen Begriff aus der Katastrophenmedizin für jede medizinische Priorisierung anzuwenden. Und ich weiß mich da auch in guter Gesellschaft, was die Verwendung des Begriffs Triage angeht. Sie können heute beispielsweise lesen, dass der stellvertretende Direktor der Vitus- und Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Eltville auch gesagt hat, mit diesem Begriff werde ein Horrorszenario beschworen, das so nicht stattfindet. Herr Minister, Sie gucken schon ein bisschen auf die Redezeit der Fraktion, und die ist nämlich abgelaufen. Ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident. Vielen Dank. Wir müssen also gleichzeitig darauf achten, dass wir nicht jede Schwierigkeit auch psychiatrisieren. Und wir wissen aus unserem regelmäßigen Austausch mit den Direktorinnen und Direktoren der Kinder- und Jugendpsychiatrien, dass es durchaus auch begründete Hoffnung gibt, dass die Folgen der Pandemie für die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen nicht so pathologisch sind, wie im öffentlichen Diskurs oft vermutet wird. Glücklicherweise führen die Einschränkungen nicht immer zu einer Erkrankung oder einer Behandlungsbedürftigkeit. Gleichwohl müssen wir sie ernst nehmen und müssen selbstverständlich Möglichkeiten für Therapien bereitstellen. Und dazu sind wir in einem sehr intensiven Austausch auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung über diese bekannt langen Wartelisten. Meine Damen und Herren, Kindern und Jugendlichen gehört die Zukunft. Das ist ein bisschen abgedroschener Satz. Ich will ihn deshalb ergänzen. Kinder und Jugendliche haben vor allem ein Recht auf eine gute und auf eine gesunde Gegenwart. Und daran arbeitet diese Landesregierung jeden Tag. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Wir sind damit am Ende der Aussprache. Ich stelle fest, dass wir die Große Anfrage bzw. die Antworten zur Großen Anfrage besprochen haben. Und die beiden anderen Anträge gehen in den SIA. Alles klar?